Ja, ich saß also kam also in das Gefängnis in Potsdam in der Lindenstraße. Das ist also im Zentrum von Potsdam und war zu der Zeit damals ein Gefängnis des sowjetischen Geheimdienstes mit Bretterzäunen vor. Und die Leute wurden also mit Schildern aufgefordert, auf die andere Straßenseite zu gehen. Wobei man also sowieso es vermieden hatte, nach Möglichkeit diese Straße zu meiden. Und dort bin ich also verhört worden jede Nacht und da mit allen psychischen und physischen Foltern, die man sich ausdenken kann. Die Verhöre waren nur nachts und dann nach, weiß ich nicht, 6 oder 7 Monaten wurde ich dann vor ein sowjetisches Militärtribunal gestellt. Das war die übliche Art, wie man also dann nach den Verhören mit den Leuten umging und bekam eine 25 Jahre Haft diktiert, ja. Mit welcher Begründung wurden Sie verurteilt? Haben Sie Spionage. Das war die übliche Art. 58.6, der Paragraph 58.6 des sowjetischen Gesetzbuches beinhaltet mehrere Unterabteilungen, aber die Hauptabteilung, mit der also wir also damals alle nach der Verhaftung verurteilt wurden, beinhaltet immer Spionage und antisowjetische Tätigkeit. Was passiert denn dann mit Ihnen? Und vor allen Dingen, wussten Sie nach der Verurteilung, was mit Ihnen passiert schon direkt? Nein, das wusste ich natürlich nicht. Wobei man vielleicht noch dazwischen sagen sollte, dass auch meine Angehörigen, für alle Angehörigen, die also vom sowjetischen Geheimdienst verhaftet wurden, hatten keine Nachricht mehr. Vom Zeitpunkt der Verhaftung an waren die Leute für sich verschwunden gewesen. Und alle Eingaben, die Angehörigen machten bei den Dienststellen der DDR, wurden also alle abschlägig behandelt oder mit Nichtwissen beantwortet. Und wir kamen dann, als die Verurteilten kamen, dann nach dem Verurteilten wenige Tage danach nach Lichtenberg, Berlin-Lichtenberg. Das war in der Magdalenenstraße ein ehemaliges Frauengefängnis. Und von dort wurden wir gesammelt aus allen anderen Städten der DDR, in denen ja ebenfalls der sowjetische Geheimdienst tätig gewesen ist und Leute verurteilt hat. Und nach einigen Wochen wurden wir dann von Berlin-Lichtenberg aus als die Post war angetan, ein Gefängnis war gesteckt, der also dem fahrplanmäßigen Zug Berlin-Moskau angehängt war. Und kam dann von dort nach Moskau her zuerst. Wussten Sie, als Sie dann in dem Zug waren, in der nach Moskau ja fuhr, wussten Sie dann, wohin die Reise geht, oder wussten Sie immer noch Nein, nicht? das wusste ich immer noch nicht. Aber das war, wissen Sie, in solchen Situationen achtet man, wo die Sonne aufgeht. Man achtet, ob man nach Westen geht oder nach Osten fährt oder sonst irgendwelche. Wir kamen also zuerst nach Brest-Litowsk. Also es war klar, dass wir also Richtung Osten fahren, Richtung Sowjetunion. Ja. Wo kamen Sie dann an? Nach Moskau. Und wie ging es dann weiter von In Moskau? Moskau kam ich in das Bodirka-Gefängnis. Das ist ein heute noch tätiges Gefängnis. Damals war es vor allen Dingen für politische Gefangene gesehen worden. Dort in Bodirka-Gefängnis wurden auch die zum Tode verurteilten Häftlinge erschossen. Und wenn ich das dazwischen sagen darf, die Erschossenen wurden verbrannt auf dem Donskoje Friedhof in Moskau. Das ist ein großer Friedhof. Die Asche wurde verbrannt und in angeblich anonyme Massengräber, also für anonyme Beisetzung. In Wirklichkeit waren es Massengräber von Erschossenen gewesen, die also später, ganz sehr viel später, im Jahr über 2000, dann also bekannt geworden sind als die Hinrichtungsstätten von politisch Hingerichteten und man dort also auch Ehrenmale errichtet hatte. Wir anderen, die also zu Lagerhaft verurteilt wurden, wir wurden sie in große Transporte zusammengestellt und kamen dann in Güterwaggons, Viehwaggons, in einen wochenlangen Transport Richtung Norden nach Workutta. Das war uns vom Namen her überhaupt nicht bekannt gewesen. Und haben denn dort erst erfahren, dass es eine der größten Lagerregionen des sowjetischen Gulags war,
mit weit über 36 oder fast 40 Lagern, unterschiedlichen Lagern, die alle, jedem Lager war ein Bergwerk angeschlossen, wo Steinkohle gefördert wurde. Und wir arbeiteten aus den Lagern, dem jeweiligen zugehörigen Bergwerk, arbeiteten wir dort.